Sabbat vergangen war, Maria Magdalena und die andere Maria, welche genennet war Jakobi und Salome. Und Johanna und andere mit ihnen, die mit Jesu kommen waren aus Galiläa, kauften und bereiteten die Spezerei, dass sie kämen und salbeten Jesu. Denn den Sabbat über waren sie still nach dem Gesetze. Am Abend aber der Sabbaten, welcher anbricht am Morgen des ersten Tages der Sabbaten, sehr früh, da es noch finster war, kommen sie zum Grabe, da die Sonne aufging, und trugen die Spezereien, die sie bereitet hatten. Und siehe, es geschah ein großer Beben, denn der Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Schein von des Grabes. Setzte sich drauf, und sein Gestalt war wie der Blitz, und sein Kleid weiß als der Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden als wären sie tot. Aber sprachen sie sahen dahin und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzet war vom Grabe. Und sie gingen hinein in das Grab und fanden den Leib des Herrn Jesu . Da läuft Maria Magdalena hinweg, soll's nachzusagen. Und da die Weiber darum bekümmert waren, dass der Leib Jesu nicht da war, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern, und sie erschraken
und schlugen ihr Angesicht nieder zu der Erde. Da sprachen sie zu ihnen: Was suchet ihr denn Lebendigen bei den Toten? An seine Wort und gingen vom Grabe und verkündigten das danach den Elfen und den anderen allen und sagten solches den Aposteln und es deuchten sie ihr Wort eben als wären's Meerlein und glaubten ihnen Aber Maria Magdalena also läuft wie gesagt, kommt sie zu Simon Petro und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu und der andere Jünger hinaus und kamen zu dem Grabe. Es liefen aber die zwene Jünger zugleich und der andere Jünger lief zuvor schneller denn Petrus und kam am ersten zum Grabe, gucket hinein und siehet den Leinen geleget. Er ging aber nicht hinein.
Da kommt Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab. Und sie hat die Leinen gelegt. Und das Schweißtuch, das Jesu um das Haupt gebunden ward, war nicht bei den Leinen gelegt, sondern beiseit ein gewickelt an ein besonderem Ort. Da ging auch der Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam. Und sah und glaubte es. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zusammen, und Petrus verwundert sich, wie es zuging. Maria aber stand vor dem Grabe und weinet draußen. Und als sie nun weinet, gucket sie in das Grab, und siehet zwene Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und dieselben sprachen zu ihr: als sie das saget, wandte sie sich zurücke, und siehet Jesum stehen, und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu Was war?
meinet, es sei der Gärtner und spricht zu ihm. Herr, hast du ihn weggetragen? Hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? So wandte sie sich um und spricht zu ihm. Das heißt, Meister, spricht Jesus zu mir. Führe mich nicht an, aufgefahren zu meinem Vater, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, zu meinem Vater. Gehet aber hin zu meinen Maria Magdalena, von welcher Jesus austrieb sieben Teufel, welcher er am ersten erschien, da er auferstanden war, früh am ersten Tage der Sabbat. Und sie ging hin und verkündiget denen, die mit ihm gewesen waren, die da leidet trugen und weineten.
und da sie den Herrn gesehen hatte, und solltet ihr zu ihr gesagt. Und dieselbigen, da sie hörten, dass er lebt, und wäre ihr erschienen, glaubten sie nicht. Die Weiber aber gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langweiß Kleid an, und sie entsetzten sich. Es war der Engel des Herrn, er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ich weiß, dass ihr suchet Jesum von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Schnell hin und saget seinen Jüngern und Petro, dass er auferstanden sei von den Toten. Und siehe, er wird für euch hingehen in schnell zum Grabe hinaus, mit Furcht und großer Freude, und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten, denn es war sie zittern und entsetzen am Kommen und sagten niemand nichts, denn sie furchten sie. Und da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnet ihnen Jesus und sprach: Sieht
traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: von den Hütern in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen zusammen mit den Ältesten und hielten einen Rat. Sie gaben den Kriegsknechten Geldes genug und sprachen: das Geld und taten, wie sie gelehrt waren. Und solche Rede ist rufbar worden bei den Juden bis auf den heutigen an demselbigen Tage in einen Flecken, der war von Jerusalem 60 Feldweges weit, des Name heißt Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten, und es geschah, da sie so redeten und befragten sich miteinander, nahet Jesus zu ihnen und wandelte mit ihnen.
aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Denn in einer anderen Gestalt erschien er ihnen, er sprach aber zu. Einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm: Bist du allein, bist du allein, bist du allein unter den Fremdlingen zu Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschehen ist, der nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschehen ist, der nicht wisse, was in diesen Tagen darinnen geschehen. Wie die Weiber sagt,
dass die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden, und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Solches Leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen. Musste nicht Christus solches Leiden und zu von Mose und allen Propheten und legt ihnen die Schrift aus, die von ihm gesagt waren. Und sie kamen nahe zum Flecken, da sie hingingen, und er stellet sich, als wollt er für da gehen, aber sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, bleibe bei uns, bleibe bei uns, denn es will hinein bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankt, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und erkennt, verschwand vor ihnen, und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns? Unser Redet, oh!
standen zu derselbigen Stunde auf und kehrten wieder gen Jerusalem und fanden die Elfe versammelt und die bei ihnen waren, welche sprachen. Erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre an dem, da er das Brot brach. Und denen glaubten sie auch. War aber am Abend desselbigen Sabbats und die Tür war verschlossen, da die Jünger versammelt waren aus Furcht vor den Juden. Da sie aber davon redeten, kam Jesus selbst, da sie zu Tische saßen, und trat mitten ein und spricht zu ihnen. Und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubet hatten denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Sie aber erschraken und furchten sich, meineten, sie sähen einen Geist, und er sprach zu ihnen: Was seid ihr also? Oh.
ihr das saget, zeiget er ihnen Hände und Füße und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier zu essen? Und sie legten ihm vor ein Stück vom gebratenen Fisch und Honigseims, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstunden, und sprach zu ihnen: Also ist es geschehen. Christus leiden, und also musste Christus leiden und auferstehen, und auferstehen von den Toten.
Jerusalem. Ihr aber seid des alles Zeuge. Und abermal sprach er zu ihnen. Vater gesandt hat, also sende ich euch. Und als ihr das saget, und spricht zu ihnen. Nehmet ihn, nehmet ihn, den Heiligen Nehmet ihn, nehmet ihn, welchen ihr die Sünden erlasset, den sind sie erlassen, welchen ihr die Sünden erlasset, den sind sie erlassen. Yeah.